Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 14. So, wir haben zwei Nachrichten in der Box, muss man ja schon fast sagen. Ich habe hier die Maus schon wieder im Weg. So, National. Wer will mich denn schon wieder? Bulgarien. Nee, ablehnen. Bestätigen. Wenn, dann bin ich, will ich Nationaltrainer werden. Danke, dass ich spielen durfte, Trainer. Ich war mir sicher, dass ich heute für die Mannschaft etwas erreichen kann. Ja, das hast du auf jeden Fall. Und das war auch gut so. So, ich drück mal weiter. So, Pressekonferenz kommt. So, Wolfsburg. Nee, nicht Wolfsburg. Pressekonferenz, dann nehmen wir wieder teil. Gegen Werder Bremen. Gegen die dürfen wir wieder. Motivieren. So, Spielernachricht. Halstenberg. Guten Morgen, Trainer. Ich habe langsam Zweifel, ob ich den Verein verlassen soll. Ich sage nicht, dass ich bleiben werde. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher wie zuvor, als wir über meinen Wechsel sprachen. Okay, höre ich gern. So, hat ein bisschen was gebracht, dass der wieder ein bisschen mehr spielen darf. So, wir haben wieder mehr Aufwärtstendenzen. Aber Meier macht mir hier gerade ein bisschen Sorgen. So, Mohamed bleibt hier erstmal im linken Mittelfeld verankert. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und zentrales Mittelfeld bringe ich Zillner nochmal. Der hat nicht so ein ganz so starkes Abwärtstendenz, aber er, oder? Der, nee, Meier darf sich hier mal wieder hochspielen, verfluchte Axt. Ich will Meier hier oben. Ja gut, mach mal Zillner. Ist ja Wurst. So, Daube wäre natürlich auch keine schlechte Wahl. Aber der ist mir fast schon, ja gut. Er ist eigentlich in der Blüte seiner Karriere, bringen wir den rein. Ist doch Wurst, wenn wir hier jetzt bringen. Finde ich fast. So, Baumjohann ist eine Aufwärtstendenz, finde ich super. So, Nering, Donak, Gödner. Für dich bringe ich jetzt mal Donatien. Darf sich der mal wieder ein bisschen hochspielen. So, der ist ja auch nicht übel, nicht von schlechten Eltern, muss man sagen. So, Ufosu bleibt drin. Kringe, linkes defensives Mittelfeld. So, lasse ich eigentlich jetzt mal so. Passt so, würde ich sagen. So, dann können wir gegen Werder Bremen auf jeden Fall mal bestreiten. Achso, wir könnten einen Blick in die Tabelle werfen. Nicht, dass ich das andauernd vergesse. So, wir sind jetzt Platz 10, haben jetzt 8 Punkte aus 6 Spielen. Tordifferenz haben wir minus 1, also wir verbessern uns schön langsam. Und wo ist denn Werder Bremen? Ich bin gerade am Suchen. Wo sind sie denn? Ihr habt sie sicher schon lange gefunden. Ah, die sind Platz 15 momentan. Sind also hinter uns eine machbare Aufgabe. Also wir dürften normalerweise jetzt Aufwind wegen Stuttgart bekommen haben. Deswegen geben wir da jetzt mal Gas und zeigen mal den, wo der Hammer hängt. So, wir spielen daheim bei schönem Wetter. So, wir dürfen uns die Bälle wieder mal um die Ohren hauen. So, immer schön zupassen für ein paar Pünktchen. So, haut doch hin bis jetzt. Ah, die zwei Spieler mögen sich, so wie es aussieht. Da kann man natürlich viel machen mit. So, ich hoffe, ich krieg da noch ein paar Pünktchen zusammen. Das wäre echt geil. Weil die Aufgabe nervt mich schön langsam, muss man schon fast sagen. Ah, fuck. Es nervt. Ah, ohne Scheiß, so verrissen. Na, egal. So, wir spielen daheim gegen Werder Bremen und zeigen denen natürlich, wo der St. Pauli Hammer hängt. Und der natürlich zwischen den Beinen, ne? Da gehen wir Gas. Oh, weil, ja, muss man einfach sagen, Stuttgart sollte Aufwind gegeben haben. Haben wir hier wieder, ja, was reißen können, würde ich jetzt mal sagen. Dass wir uns noch lange nicht abschreiben lassen müssen, muss ich sagen. Huch, weg damit. So, Verhoog holt sich den Ball. So, Daube. Ah, Daube kommt hier nicht durch. Ah, macht ein Foulspiel. War ein bisschen übertrieben, was er da gemacht hat. Soll nicht unbedingt passieren. Ich bin eher der Fairplay-Spieler. Also, gelbe Karten sind normalerweise eine Ausnahme bei mir. Weil ich normal doch nicht so gar in die Zweikämpfe gehe.
Nering, nimm den Ball mit, wenn du schon hier abgreifst. So. So, Ofosu! Schön reingespielt. Die Lücke einfach erkannt. Ja, jetzt wird er warm mit der Mannschaft. Jetzt ist er Best Buddies mit den Leuten. Jetzt zeigt er halt, ja, was er kann. Es dauert ja auch immer eine Zeit, bis sich die Spieler auch wirklich eingefunden haben in der Mannschaft. Bis sie glücklich werden. Ah, fuck. So, aber jetzt. Nochmal hier vorbei, geschlänzt mit Tai. Der hat einfach Skill, der Junge. Verhoog steigt hoch. Ah, eine wunderbare Leistung von dem Torwart, ohne Scheiß. War schon gemacht, Verhoog erst und dann, keine Ahnung, wer es war. Daube, glaube ich, war es. Leider nicht reingegangen, aber wir haben die Eckball versucht. Tai darf treten. Ecke kommt. Ah, massiv gestört, aber egal. Ist kein Pfiff ist wert. War ein normaler Zweikampf einfach. So, jetzt spielen wir die ein bisschen Kirre hier. Versuchen es zumindest. So, schön zu Daube. Sieht Nering hier auf dem rechten Flügel. Der die Flanke leider nicht mehr reinbringen kann, weil wir zu lange warten mit dem Pass. In die Mitte hinein. So. Werder Bremen. Hat im Ballbesitz. So, schöner Pass noch gemacht. So, oh, Daube wurde hier massiv gestört. So, Bremen kommt hier, aber wird schnell gestoppt. Ah, knapp vorbei am Ball. So, kommt schon, Jungs. Geht ran an die Leute. So, Baumjohann hält. Der wird immer besser und besser. Der wird noch top, der Junge. So, Daube am Ball. Spielt zu Mohamed, der jetzt seinen sechsten Gang auspackt. Aber kommt hier nicht weg. Ah. So, kommt schon. Wie haben wir den denn verloren? Kurios. So, Tai. Auf Verhoog. Ah, wollte wieder auf Tai spielen, aber der Abwehrspieler hat aufgepasst. Muss man so sagen. So, kommt schon. Macht wieder Druck. Zwingt den Gegner zu Fehlpässen. So, kommt schon. Nicht Bremen hier groß werden lassen. Ihr seid stark, Jungs. So, Tai am Ball. So, er schaltet hoch. Ah. In die Mitte rein. Ah, Mohamed wäre da bereit gestanden, aber da wollte der Pass irgendwie nicht hin. Da. Kommt, setzt sie unter Druck. So, schön gesehen, aber Werder Bremen steht in der Mitte parat. Kann da einen Riegel vorschieben. Ah, unter Druck setzen, da passiert viel bei Werder Bremen. So, wenn man die im Hinterland schon in die Mangel nimmt, werden die Pässe schon ungenauer. Frei zum Schuss gekommen, ja. Man sollte die Abwehr nicht vernachlässigen, auch wenn man momentan mehr Möglichkeiten nach vorne entwickelt, muss man natürlich auch die Defensive gut stellen. So, kommt schon, Leute. Ihr könnt es. Ich kenne euch doch.
So. Ah! Er hätte sich verhuckt durchsetzen können. Hat es aber leider nicht geschafft. So, wir bauen uns wieder auf. Ah, abseits. Ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. Ja, klare Entscheidung. Da muss man nicht rummäkeln. Oh, komm, ey. Komm da nicht ran an den Ball. So, aber Werder Bremen hier schon wieder mit Fehlpass. So, wir müssen noch ein Kraut gegen die finden. So, Baumjunger, nimm das Ding. Und hau das Ding wieder nach vorn. Ah. So, kommt schon. Holt euch das Ding wieder. So, irgendwie können wir zu leicht ausgespielt werden. So, aber das geht schon. Ah, oh komm, wieso pfeift man sowas ab? Naja, 1:0 für Werder Bremen. Unsere Chancen kommen schon noch, auch in der zweiten Hälfte. So, krafttechnisch sieht es noch gut aus. Wir machen mal fortsetzen. Und jetzt gehen wir hier 180%. Ist ja 110 schon krass, aber 180. So, Tai am Ball. Gibt auf Nehring. Nehring bringt den Ball in die Mitte. Na. No. Boah. Darf denn das wahr sein? So, nochmal über die rechte Seite. Jetzt muss doch bald mal, oder? Es kann doch nicht mehr wahr sein. Uah. Ach komm, das war kein Foulspiel. Der ist über seine eigenen Füße gefallen. So, Werder Bremen wechselt zweimal. So, kommt schon. Hey. Shit happens. Kommen wir wieder nicht durch. Es gibt's auch nicht. Kommt schon. Beißt auf die Zähne. Huch. Ich bin ja schon auf Offensiv. So, kommt schon, Leute. Gebt mir bitte die Möglichkeit. So, einfach mal weg damit. So, Tai. Läuft hier. Bringt die Flanke, aber zu nah an den Torwart. Huch, das wollte ich nicht. Daube, was machst du denn? Fällt hier über den Torwart. So, jetzt gucke ich aber nochmal. Ich wechsle mal lieber. Bevor, dass wir da nicht mehr die Möglichkeit kriegen. So, Tai. Tai kommt raus. Ach, komm, Biese. Will ich mal sehen, wie du drauf bist. Meier darf kommen. Und Bartels kommt. So, sage ich fortsetzen. Huch, die habe ich ja jetzt gleich gewechselt. Ah, egal. Kriegen sie Spielerfahrung. Vielleicht haben wir ja wieder einen Glücksgriff mit Biese. So, Bartels. So, Flanke kommt. Wieder zu nah an den Torwart. Schade. Kann man nichts machen. 60 Minuten sind vorbei. So, schön abgenommen. Na, geben sie hier zurück zum Torwart. So, kommt schon. Nicht hier auf Zeit spielen. Was soll denn der Scheiß? Spielt hier voll auf Zeit. So, kommt schon. So. Einfach mal weg damit.
Nee, so nicht. Kringe ist da, wenn man ihn braucht. Oh, bringt den Ball doch mal weg. Muss denn das sein? So, komm, lauf hoch. Ah, der ist durch. Da kann da keine solchen Sprintaktionen mehr durchführen. Zumindest nicht mehr solche Extremen, was wir jetzt gebraucht hätten. Ah, gibt's doch nicht. So, einfach mal drauf. Oh, Pfosten. Ah, bitter. Bitter. Wir testen schon wieder das Aluminium. Kann denn das wahr sein? Es ist ja im Kopf nicht auszuhalten. Ja, du warst im Abseits. Na, fuck. Eieiei, 75 Minuten gespielt. Jetzt dürfen wir mal auf die Tube drücken. So, komm schon. Gut gemacht. So, Bartels. Ah, verliert hier den Ball. Schade. So, komm schon. Ah, was fallt ihr denn rum? So, schön rüber auf Biese. Ah, Biese natürlich noch nicht so die Erfahrung. Aber holt sich den Ball. Oh, einfach mal abgezogen, der Junge Spund. Uah, wo läufst du denn hin? Ah, oh, fuck. Aber schön herausgespielt, muss man sagen. So, jetzt müssen wir die Offensive nochmal verstärken hier. 7 Minuten noch. Um hier Gas geben zu können. So, Lauf verhog. Ach komm, dass da kein Pfiff kommt. Da ist er behindern gar kein Ausdruck mehr. Das war ja schon Mord und Totschlag. Ah, fast. So, hau weg das Ding. So, komm schon. Bartels. Ah, fuck. So, kommt schon. Holt euch halt den Ball. Ah, jetzt kriegen die auch noch eine Ecke. Darf doch nicht wahr sein. Was fällst du hier zusammen? So, noch eine Ecke. Na super. So, kommt schon. Ah, da ist Abpfiff. Wir verlieren 1:0 gegen Werder Bremen. Wir waren klar die bessere Mannschaft, kann man nichts sagen, aber da hat mal wieder das Pech mit reingespielt, hilft nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, bis morgen.